Heute bin ich hier mit Eros. Eros ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Und ich finde schön, dass du da bist. Wir haben uns also echt lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Also vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja. Also, du hast auch überzeugt mit der Bolognese, mit der Idee. Wir machen es nicht so, wie alle anderen es machen, sondern wir machen es oldschool. Genau, ganz, ganz traditionell, so wie es früher in Italien gemacht wurde, wo es noch kein Faschiertes gab. Mit großen Fleischstücken, die dann eben lange geschmort werden und dann zum Schluss zerfasert klein gemacht werden. Also es wird dann so gepult. Genau. Zum Schluss dann. Also wir haben eine Beinscheibe vom Rind haben wir hier. Lammschulter haben wir. Mhm. Und vom Nacken, also vom Schwein, Schopf, weil damals hat man genommen, was da war. Genau, in Italien hat man eben alles genommen, was so kreucht und fleucht. Es kommt darauf an, wo man dann auch ein bisschen ist. Also das Ragout alla Bolognese kommt natürlich aus Bologna, aber es wird irgendwo anders in Italien, in Mittelitalien, Süditalien, dann eben zum Beispiel mit Kaninchen, mit, kann auch mal Wild drin sein, also je nachdem, was gerade eben zur Verfügung stand. Sicher auch gut mit Wild. Gibt sicher guten Geschmack. Gut, also wie fangen wir an? Wir braten das Fleisch erstmal schön scharf an für die Röstaromen mit ein bisschen Olivenöl. Okay. Das wird dann nur angebraten. Genau. Dann rausgenommen, dann kommen eben Karotten, Sellerie, Pancetta haben wir noch, so als Geschmacksbooster. Also Pancetta, für die, die es nicht wissen, ist auch wie Speck in Österreich. Dann kommt das aus Italien und der Fettgehalt ist höher. Und ich glaube, es sind andere Gewürze dabei. Es wird geräuchert auch. Genau. Also Bauchspeck kann man auch gut nehmen. Das ist im Endeffekt mehr oder weniger vom Geschmack her ähnlich. Und genau, Zwiebeln, Knoblauch, dann wird das auch angeröstet. Fleisch kommt dazu, Tomatenmark, Lorbeerblätter, eben ganz wie bei einem klassischen Schmorgericht. Und dann kommt das Fleisch wieder dazu, eine Dose Tomaten. Und dann wird es schön jetzt wolltest du von weich gekocht. Jetzt habe ich ja Pelati besorgt. Ist das die Tomate oder ist das die Form? Weißt du das? Pelati heißt im Endeffekt geschält. Also Pelato heißt geschält. Okay. Das heißt, die Tomaten sind halt schon geschält. Das heißt, beim Kochen bleiben dir dann nicht die Hautrückstände übrig. Du hast da schon ganz andere Aromen drin, als wenn du eben Faschiertes nimmst. Mehr? Nein, eigentlich. Und wird das reichen? Bitte? Reicht das? Wie meinst du? Ja, ja. Ja? Das wird jetzt im Endeffekt 2 Stunden Minimum geschmort. Das reicht eigentlich. Und jetzt hätten wir das mit dem Fleisch erledigt, jetzt haben wir es rausgelegt und jetzt geht's weiter. Genau, jetzt können wir gleich weitermachen mit Zwiebeln. Also wir haben hier was, zwei durchschnittliche Zwiebeln haben wir gemacht. Ja? Genau. Kommen auch gleich hin. Karotten, genau, Karotten und Stangensellerie. Das ist ja in Italien das klassische Sofrito. Sofrito, genau. Ja. Genau, also die Basis für ganz viele Schmorgerichte und eben auch für Bolognese. Das ist auch ein Grundaroma, oder? Mit dem Sellerie. Pancetta? Genau. Für Geschmacksbooster. Also keine Sorge, das Rezept mit den Mengenangaben kommt dann eh auf die Webseite. Wie du selbst gesagt hast, mit Pancetta schmeckt einfach alles besser. Also mit Speck an sich wird alles besser, auch wenn jetzt die Veganer das Gegenteil behaupten. Aber es gibt auch, wenn man kein Fleisch isst, gewisse Sachen, die machen einfach alles besser. Tomatenmark rösten wir auch mit an und natürlich Knoblauch. So, Tomatenmark.
Das ist so eines dieser typischen Gerichte, die halt eben dann die Mama kocht oder die Nonna, wo man sich dann immer freut. Die Nonna ist die Oma. Oma. Genau. Und gerade eben auch für viele Personen, da ja. Kann man ja riesige Töpfe zubereiten, das kann man ja auch super einfrieren. Und dann hat man immer gleich eine Bolognese zur Hand. Darf ich? Ja. Dass da so viel reinkommt. Aber ja, das. Ja, das wird jetzt, also der Weißwein wird so ein bisschen verkocht, reduziert. Da geht ja auch der ganze Alkohol weg, für die, die keinen Alkohol mögen. Und es bleibt einfach der Geschmack. Und dann kann man auch mit der Hitze runtergehen. Dosentomaten sind ja absolut legitim, oder? Bei so etwas. Ich finde grundsätzlich Dosentomaten, wenn du Soßen machst, wenn es gute Qualität ist, dann hast du hast viel mehr Geschmack. Du kriegst ja bei uns, wenn du nicht wirklich gute Tomaten vom Markt hast, dann kriegst du selten, finde ich persönlich, schön reife Tomaten, die wirklich viel Geschmack haben. Das stimmt, ja. Meistens Dosen, sind sie noch grün. Sogar ein bisschen. Genau, und die Dosentomaten werden halt gleich nach der Ernte verarbeitet. Da gibt es halt verschiedene Marken, Qualitätsstufen, aber wie gesagt, also gerade für Sugi oder eben für ein Ragout, Schmorgerichte im Allgemeinen, da kommt ja oft Tomate rein. Ja, ich glaube, wir können dann schon Tomaten und Brühe reingeben. Ich bin so frei. Du bist so frei, ich bin darüber. Also ich spüle die Dosen immer eben gern noch mit ein bisschen Wasser aus, um alles rauszuholen. Genau so, ja. Ist einfach schade, weil es bleibt ja viel haften. Genau, und das Wasser verkocht ja jetzt sowieso. Flüssigkeit braucht man sowieso. Und die Suppe auch gleich rein? Genau, ja. Also wir haben einen halben Liter mal hier. Und es ist gleich viel ruhiger geworden. Und du hast auch einen Rotwein mitgenommen, extra für heute. Was haben wir da? Natürlich aus Italien. Natürlich aus Italien. Einen Brunello di Montalcino. 2016. Von Macina. Und den haben wir jetzt in der Karaffe, damit er Luft bekommt. Und genau. Den werden wir dann dazu trinken. Ja, auf den freue ich mich nämlich auch schon. Wobei, man könnte jetzt natürlich zur Bolognese auch in einen kräftigen Weißwein trinken, aber ja. Fleisch und Rotwein passt auch immer. Gut. Nächsten Schritte? Genau, jetzt können wir das Fleisch eigentlich wieder reingeben. Und die Lorbeerblätter und dann zugedeckt bei niedriger Hitze eben 2 Stunden mindestens, würde ich sagen. Mindestens 2 Stunden, okay. Wirklich schmoren lassen, sodass es richtig schön zart und weich wird und die ganzen Aromen und Geschmäcke. Ich tue den Fleischsaft auch noch gleich mit rein. Ja, alles rein. Gut. Passt der Deckel da drauf? Ja. Tatsächlich. Perfekt. Gut, das heißt, das Lachen noch kurz, dass es kurz aufkocht nochmal. Genau. Und dann gehen wir mit der Hitze runter. Ja. Gut, die Nudeln haben wir jetzt fertig gemacht. So schaut das aus. Es sieht hervorragend aus. Wir sind beim Fleisch schon dort, wo wir sein wollen. Es zerfällt fast von alleine. Ich nehme jetzt das Fleisch hinaus und werde es zerteilen. Und von möglichen Knochen und Zähnen und was wir halt finden, befreien, damit wir nur das schöne Fleisch haben. Eros wird Milch hinzufügen, weil Eros hat gesagt, in jeder Bolognese ist Milch drin. So ist es. Ist es. Also wir wurden alle in das Licht geführt. Und
Ist gut und schlecht. Okay, na dann, machen wir mal. Ja, genau, das wollten wir, genau so. Wir haben vorher probiert, es hat auch ohne die Gewürze bis jetzt, also wir haben da noch kein Salz hineingegeben, hat es schon wirklich gut geschmeckt. Ja. Hast du schon Hunger? Oh ja. Genau, jetzt wird es dann noch ein bisschen abgeschmeckt mit Pfeffer, Oregano, eventuell Salz, falls es eines braucht. Und es wird eben nochmal ein bisschen also hochgeschaltet, damit es nochmal einreduziert. Hier kann man sehen, das Knochenmark ist jetzt auch drin, das ist ja was Gutes. Ja. Oh ja. Das ist ja absolut was Gutes. Kannst gerne mir die Zange geben, dann nehme ich noch die Lorbeerblätter raus. Also wer braucht eigentlich Faschiertes, wenn man das haben kann? Das einzige Investment war Zeit. Das ja, und der Einkaufspreis. Genau, also mit Faschierten geht es sicher schneller. Wobei auch da sollte es ja eigentlich, je länger es köchelt, umso besser. Obwohl man weiß ganz genau jetzt, was für ein Fleisch drinnen ist, oder? Man weiß, wenn du Faschiertes fertig kaufst, weißt du gar nicht, was da reingekommen ist. Lassen wir es nochmal richtig schön aufkochen, damit nochmal Flüssigkeit verdampft und damit es noch sämiger wird. Darf ich was zum Nudelkochen an sich sagen? Oh ja. Nein, es gibt ja sehr viele Mythen, wie eben Nudeln abschrecken mit Wasser, mit Öl, mit Butter, damit sie nicht zusammenkleben. Und na, das hat keinen Sinn, oder? Das Öl. Im Gegenteil, das macht eben eigentlich die Nudel, die Oberfläche zu. Und die Nudel kann gar nicht mehr die Soße aufnehmen. Und die Nudeln werden eigentlich immer in der Soße zu Ende gekocht. Ja. Das heißt, man nimmt sie raus. Man nimmt sie raus, eigentlich vor al dente. Genau, 2-3 Minuten bevor, wie es auf der Packung steht bei den gekauften. Und kocht sie dann die 2-3 Minuten in der Soße fertig. Somit nimmt die Nudel diese ganze Soße auf und schmeckt dann nach dieser Soße. Bei den frisch gemachten Nudeln, die brauchen natürlich nur 1-2 Minuten im Salzwasser. Ja klar, weil die müssen auch kein Wasser aufnehmen in dem Sinn. Also nicht die Menge. Genau. Und was auch sehr wichtig ist, dass das Wasser richtig schön, also fest, gut gesalzen ist, damit die Nudel eben auch Salz aufnehmen kann. Was sagst du, wenn ich dauernd höre, so salzen wie das Meerwasser? Ja, ja, absolut. Definitiv. So wie beim Spargelkochen oft, dass man übersalzt eigentlich? Das Nudelwasser kannst du eigentlich fast nicht übersalzen, weil wie gesagt, das Salz kommt in die Nudel rein und das Salz, was du vorher nicht im Wasser hast, kriegst du danach in die Nudel nie wieder rein. Okay. Hier. Das gehört dazu, das war der Test. Also ich gebe ihm eigentlich so drei ganze Hände voll rein. Und wichtig ist eben auch, dass das genug Wasser drin ist. Eigentlich sagt man Nudelmenge mal 10, das heißt bei 500 Gramm 5 Liter. Mhm. Damit die sich wirklich, damit die praktisch, klingt komisch, aber schwimmen und sich entfalten kann. Das heißt, wir sind wirklich schon im Finale, oder? So ist es. Muss ich mich schon hier vorbereiten auf das Anrichten nebenbei. Weil dann würde ich schon mal den Käse machen, also Käse herholen, die Reibe herholen. Ja, also das Fleisch können wir jetzt dann wieder reingeben eigentlich. Ich glaube von der Sämigkeit her ist es schon sehr gut. Aber es ist du hast das eh mal gesagt, weiß nicht mehr in welchem Video, dass die Italiener, du hast gesagt, die Italiener. Trockener. Genau. Und das eben, aber das ist im Endeffekt, also ich weiß, was du meinst. Aber die haben halt eben nicht diese drei Schöpfer Soße oben drauf auf den Nudeln, sondern die Soße ist schon an der Nudel in der Nudel dran. Das ist ja da. Fleisch rein? Ja. Ja, sehr. It's hot, baby. Nur eine Spur Salz. Mhm. Und ich würde gescheit pfeffern. Ja. Und ich glaube, Oregano passt auch noch ein bisschen rein. Ja.
glaube, das ist gut. Mache ich schon mal die Pasta rein. Und dann direkt in die Pfanne, oder? Genau, ein bisschen. Muss die Pfanne dann heiß sein? Ja, das Ragout ist ja schon heiß. Dann nehmen wir ein bisschen vom Ragout die Nudeln rein und dann eben die Nudeln in der Pfanne fertig. Die frische Pasta braucht eben nur 1-2 Minuten, 3 maximal, je nachdem auch ein bisschen wie dick es ist. Und man sagt eben, wenn sie oben schwimmt, ist sie fertig. Die schwimmt jetzt schon oben, weil sie eben im Endeffekt ganz, ganz frisch ist. Wenn die jetzt 3-4 Stunden lang steht und ein bisschen trocken wird, dann braucht sie vielleicht 1-2 Minuten. Jetzt sieht man schon, die ist eigentlich schon oben. Und nachdem wir sie eh in der Soße fertig haben, können wir sie eigentlich auch gleich schon rausnehmen, damit sie noch Biss hat. Die sind schön aufgegangen, ha? Das sind richtige Pappardelle. Im Gegensatz zu Chiara kann ich nämlich das R rollen. Und Pasta-Wasser gibst du auch noch hinein? Also nicht extra noch, aber das kommt ja automatisch ein bisschen mit, wenn man das so mit der Zange rausholt. Bitte. Sieht natürlich deutlich rustikaler aus. Ja, aber als genau Metall so soll es sein. Ich meine, also das wird schmecken. Das wissen wir jetzt schon. Ich gehe mal stark davon aus. Gut, dann noch Käse drüber und dann ist fertig, oder? Genau. Also, wir haben jetzt Parmesan, Grana geht auch, oder? Ja, zwischen Grana Padano, Parmigiano, Reggiano, kommt immer darauf an, wie lange es gelagert ist. Aber gut, dann husten wir. Schaut gut aus. Das ist der Moment. Wir wissen eh, dass es gut schmecken wird, aber wir wollen es ganz genau wissen. Du brauchst auch keinen Löffel, oder? Nein. Bin ich so ein Löffeltyp. Es gibt ja nichts zu sagen. Nein. Rezept, wie gesagt, kommt online. Wenn es Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare. Eros wird sich da auch mal hin und wieder hintrauen und vielleicht auch was beantworten. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Vor allem, wir wissen ganz genau, was hier drin ist. Und es gibt hier keinen einzigen Punkt, wo wir sagen, das ist bedenklich. Es schmeckt, es ist rustikal. Das wäre was auch für so Sonntagsessen, oder? So ein absolutes Wohlfühlessen. Ja, total. Der Brunello passt da sicher hervorragend dazu. Wieder einmal volle Punktzahl.